Wenn der Ring seinen eigenen Willen hat, wie kannst du sicher sein, dass er dich nicht auch in die Scheiße reitet? Bin ich nicht. Ich bin nur für den Spaß dabei. Und ehrlich gesagt wird mein Leben eh nicht viel schlimmer, als es schon ist. Stimmt, aber du kennst den Ring. Vielleicht hat er ja schon was Finsteres für dich geplant. Und was soll das sein? Weiß nicht, vielleicht hättest du zufrieden sein sollen mit dem, was du hattest, anstatt dich korrumpieren zu lassen. Diese Strahlen sehen nicht gerade gesund aus, weißt du? Und wenn du ihn irgendwann mal loswerden willst und es dann längst zu spät ist, um... Warum sollte es dann zu spät sein? Weil du dann vielleicht tot bist? Ja, verstehe, was du sagen willst, aber weißt du was? Was? Pam. Ja. Wenn du den Ring früher schon hattest, warum wolltest du ihn dann überhaupt loswerden? Komplizierte Geschichte. Man weiß nie, was mit dem Ding passiert. Obwohl, hast du ihn nicht auch verloren und willst ihn jetzt zurück? Willst du mich wirklich beurteilen? So hatte ich da gar nicht drüber nachgedacht. Klar hast du nicht. Andere Leute verurteilen ist einfach, was? Aber wer im Glashaus sitzt... Hey, ich sagte ja schon, du hast recht. Was willst du denn noch? Bam. Aua! Das! Oh Mann, der ist doch nicht mehr ganz dicht, der Alte. Wenn man den derzeitigen Stand der Technik bedenkt, ist es dann eine gute Idee, wenn man bei der neuen Konsolengeneration nur noch auf Download setzt? Tja. Keine Ahnung. Ja? Meiner Meinung nach... Deiner Meinung nach was? Bäm! Wenn du nicht antworten willst, dann lass es doch einfach! Aber ich wollte doch! Fängst du jetzt an zu schweben? Ich levitiere! Ich sag ja, der Ring hat Kräfte! Ja, ist ja jetzt nicht gerade so toll. Man sieht's ja kaum. Ich levitiere, ich schwebe nicht. Da gibt's einen Unterschied. Und nur zu deiner Information, man sieht's sehr wohl. Na klar, wenn du das sagst. Ich sag es, ich, der levitierende Penner. Übrigens, schwebst du schon die ganze Zeit, seit ich hier bin? Weil mir ist es gerade erst aufgefallen. Ja! Was denn? Bin halt nicht so der aufmerksame Beobachter, Mann, oh Mann. Wie ich schon mal sagte, kann man der Natur des Universums nicht entfliehen. Wo der eine nur Zufall sieht, sehe ich Konsequenzen. Wo der eine nur Wahrscheinlichkeit sieht, sehe ich Kosten. Was zum Geier redest du denn da? Bring mir die Augen des Orakels und ich gebe dir deinen Auserwählten zurück. Ich glaube, das ist ein fairer und vernünftiger Handel. Ja? Nein? Genug von deinem blöden Geschwätz. Ich dachte, du bist das scheiß Orakel. Oh, Mann! Was ist die Augen des Orakels? Ja, what the fuck? Kann man den vielleicht anspritzen? Was ist das, Junge? Lol. Willst du mir dein neues Spielzeug zeigen? Ja, und ich werde dich sehr bald grillen. Verstehe. Und warum glaubst du, dass du das schaffen könntest? Weißt du noch? Mein Spielzeug? Das verschießt Wasser. Nein! Ich komme wieder! Ja, klar wirst du das. What the fuck? Gegrillter Penner, lebt er denn noch? Komm zu Papa. Puh. Endlich habe ich dich, du fieser Ring. Jetzt muss ich nur noch... Warte mal. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Ich hoffe, ich muss den nur zurück im Metzgeldbeutel tun und mich dann dumm stellen, damit alles wieder normal wird. Wenn ich den allerdings in den Vulkan am anderen Ende der Welt werfen muss, schmeiß ich ihn lieber gleich hier weg. Randall! Mein Gott, was ist passiert? Matt ist tot.
Er hat sich mit einer Schere in den Kopf gestochen und hat sie dann so lange umgerührt, bis... Okay, okay, den Rest will ich gar nicht hören. Warum tut jemand nur sowas? Ich bin so alleine. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn anfangen soll. Oh Mann, tut mir leid, ich wollte gerade... Bist du beschäftigt oder so? Tja, naja, Ich brauche jetzt einen guten Freund, Randall. Bitte! Okay, in Ordnung. Wo bist du gerade? Bin gerade im Claytons angekommen. Okay, ich bin in der Nähe. Bin gleich da. Okay. Ich warte. Ich guck mal nochmal, ob der... Im Leben nicht. Dieser verdammte Penner riecht jetzt wie eine verbrannte Katze. So. Hintertür, oder? Von hier aus kriege ich die nicht auf. Ach, verdammt. Oh. Sieh mal einer an. Wenn das nicht der berühmte Mr. Hicks ist. Da können Sie schleimen, wie Sie wollen. Sie kriegen keine Autogrammkarte von mir. Genauso verachtenswert, wie ich gedacht hatte. Weißt du, in der Recycling-Richtlinie steht, dass man Müll trennen soll. Aber ich sehe, dass du und Miss Thompson lieber zusammen sind. Was zum Geier wollen Sie damit sagen? Ich will nicht, ich tue es. Die Leiche von deinem Freund ist noch warm und dir fällt nichts Besseres ein, als seine Freundin auf ein paar Drinks einzuladen? Du bist Abschaum. Er ist noch nicht mal 2 Stunden tot und ihr telefoniert euch hier zusammen und feiert schön. Ha! Seid beim nächsten Mal vielleicht etwas diskreter, ja? Und merkt dir meine Worte. Ich krieg dich. So oder so. Ich bring dich hinter Gitter. Verstehst du? Ich kann dich nicht ausstehen. Ich kann dein Gesicht nicht ausstehen. Ich muss dir dein Leben zur Qual machen. Das ist wie eine Sucht. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben zu viel Zeit. Haben Sie keine Hobbys? Du bist mein Hobby, Junge. Du bist mein Hobby. What? Okay, also ich geh mal rein. Oh, da hockt sie. Tja, ich weiß gar nicht, wie du dich fühlen musst. Nur ein bisschen schwindelig. Ich habe eigentlich nur 2 Drinks gehabt, oder 3, oder... Hey, bist du betrunken? Kann ich mitmachen? Na gut, mach nur. Oh nein. Also, sie hat mich 3 Wochen nicht mehr angegrummelt. Nur weil ich ihn Eddy Monster genannt habe. Randall, bitte hör auf. Wenn ich noch ein Wort über diesen Mord überhören muss, werde ich ihn jagen und erschießen müssen. Tja... Viel Glück dabei. Er sieht zwar echt doof aus, aber ist ein erfinderischer kleiner Drecksack, der Typ. Oh Gott. Und deswegen brauche ich das Armband wieder. War das ein Armband? Aber warte mal. Habe ich das nicht schon zurück? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Hab ich? Ich glaube, wir haben genug. Ja. Matt wäre stolz auf uns. Matt? Oh, scheiße. Tag 5, Montag, bis dass die Magnumatik uns scheidet. Lol. Nein. Uff. Oh, was? Was ist passiert? Ach, komm schon. Was ist denn hier los? Erinnerst du dich wirklich an gar nichts mehr? Mann, das war wirklich super romantisch. Oh, scheiße. Wach auf, Randall, wach auf. Ist schon wie ein Traum, oder? Als du mir den Ring gegeben hast, dachte ich, du spinnst doch. Ich hab dir also den Ring gegeben? Ging alles ziemlich schnell.
Ich kann immer noch nicht glauben, dass du gar nichts mehr weißt. Und was ist mit Matt? Ach, weißt du, das hatte eh alles keine Zukunft. Ich habe mir schon immer gewünscht, dass du mir einen Antrag machst. War vielleicht nicht so nett, das vor seinen Augen zu machen, aber vielleicht ist es so das Beste. Alter. Der absolute Mindfuck. What the shit. Oh Gott, ich glaub's nicht. Ich auch nicht so ganz. Ist schon irre, oder? Wir müssen anfangen, die Hochzeit zu planen. Oh. Die Hochzeit. Ja klar. Die Zeremonie, die Blumen, das Essen, die Musik, die Dekoration, den Pfarrer, die Flitterwochen. Wir müssen sofort anfangen. Was? Wir haben eine Menge zu tun und alles muss perfekt sein. Das ist der wichtigste Tag meines Lebens. Da darf nichts schiefgehen. Es ist bereits alles schiefgegangen. Was? Oh, Randy, sag doch nicht sowas. Randy? Echt jetzt? Randy? Jetzt werd nicht gleich so grummelig. Ich weiß, dass es dir gefällt. Hör zu, Sally, ich glaube, das ist ein Riesenmissverständnis. Ja klar, ich hatte ja ganz deutlich gesagt, dass ich wassermelonenrote und limettengrüne Kleider für meine Brautjungfern will. Nicht Erdbeere und Minzgrün. Aber das kommt schon mal vor. Ja. Übrigens musst du deinen Anzug anprobieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe. Was soll das heißen? Ich muss mich um Millionen Sachen kümmern und du hilfst mir kein bisschen? Natürlich nicht. Ich will doch nur, dass du deinen scheiß Anzug anprobierst. Ist das vielleicht zu viel verlangt? Okay, ich schau mal. Schon besser, Baby. Es wird ein wunderschönes Hochzeitsfest. Alter, what? Oh nein. Weißt du, der Ring, den du da trägst, das ist kein gewöhnlicher Ring. Ja, stimmt. Der ist wunderschön. Und ganz allein meiner. So glänzend. Glaub nicht, dass mir der Anblick je langweilig wird. Sally, du bist heute echt komisch. Ich glaub, der Ring verändert dich. Ja, logisch, Dummerchen. Das ist das Eheversprechen. Außerdem bin ich wegen der Hochzeit etwas nervös. Nein, im Ernst. Zieh den Ring lieber ab. Sehr witzig, Randy. Ich nehm den nicht ab. Das ist kein Witz, Sally. Nimm ihn ab, bitte. Nein und nochmals nein. Hör auf damit. Weißt du, Matt macht mir Sorgen. Matt? Warum? Muss ich das wirklich erklären? Oh, Liebe kommt, Liebe geht. Sowas passiert jeden Tag. Sally, kennst du Matt wirklich so schlecht? Du weißt, wozu er fähig ist. Was soll der schon anstellen? Sich einfrieren? Matt ist ein Schwätzer. Randy ist ein Macher. Vielleicht nicht gleich einfrieren, aber irgendwas wird ihm schon einfallen. Du machst dir zu viele Sorgen. Aber dass dir deine Freunde so wichtig sind, ist echt süß von dir. Ja, bin gleich wieder da, Süße. Okay, aber verlassen Sie nicht das Land oder wir müssen Sie umlegen. Geht klar. Alter, ich meine Exe hat sich aufgehängt. Na, das nenne ich ja mal ein Clusterfuck. Ich muss Matt finden und ihm erklären, dass das nur ein Missverständnis ist. So, und liebe Damen und Herren, daher, dass ich jetzt gerade das unter der Woche aufnehmen muss und wir es schon Spätabend haben, werde ich diese Aufnahmesession kurzzeitig beenden. Ich mache morgen auf jeden Fall weiter. Wir sehen uns einfach in der nächsten Aufnahmesession. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mich würde es jetzt mega interessieren, wie es weitergeht. Also, ich würde jetzt gern weitermachen, aber ich muss jetzt bald pennen gehen. Deshalb sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Also, tschüss!